Aus der Steiermark für die Steiermark. Das ist unser Magazin Kanal 3 Steiermark, zu dem ich Sie in dieser Woche recht herzlich begrüßen darf. In unserem ersten Beitrag heißt es da gleich, Vespa trifft Lipizzaner oder auch Kultur trifft Tradition. Unter diesem Motto fand am Pfingstwochenende, nämlich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Vespa-Clubs Voitsberg, die Vespa-Rallye statt. Und trotz strömenden Regen ließen es sich rund 60 Vespa-Fahrer aus ganz Europa nicht nehmen, die Lipizzaner Heimat auf ihren Kultgefährten zu besichtigen. Riders on the storm, riders on the storm, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Weder Wind noch Wetter können einen echten Vespa-Fahrer davon abhalten, eine Ausfahrt zu machen. Das wurde von rund 60 Vespa-Liebhabern aus ganz Europa am Pfingstwochenende im weststeirischen Köflach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Denn trotz strömendem Regen haben sie an der vom Vespa-Club Köflach organisierten Vespa-Rallye teilgenommen. Veranstaltet wurde die Rallye aufgrund des 20-jährigen Vereinsjubiläums des Vespa-Clubs. Wir haben ein riesen Vespa-Treffen im August, also jetzt einmal ein bisschen Werbung, 7. 8. August in Södingberg. Wir haben das 11-Stunden-Rennen in Rechnitz und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, wir machen noch eine Zusatzveranstaltung, diese Vespa-Rallye. Es war irrsinniger Aufwand, wir sind ein halbes Jahr dabei, damit das alles passt. Zeitweise nicht verzweifelt, das war schon sehr anstrengend, aber wir sind sehr zufrieden, dass wir es gemacht haben und ich bin sehr stolz auf die Fahrer, die bei dem Wetter gekommen sind und gefahren sind. Im Mittelpunkt stand bei der Rallye übrigens nicht die Schnelligkeit, sondern der Genuss am Vespa-Fahren. Denn gewonnen hat nicht der Schnellste, sondern der Pünktlichste. Es gibt eine Zeitnehmung am Start und dann gibt es eine Zieleinkunft, wo Sie zu einer bestimmten Zeit dort sein müssen. Und die Differenzen werden auf Punkte umgerechnet und dann gibt es dafür Preise, wer halt in seiner Klasse, da gibt es Damenwertungen, Teamwertungen, 4 Wertungen von verschiedenen Vespas, baujahrsbedingt. Die Besten und die Hübschesten und die uns am sympathischsten sind, natürlich kriegen einen Preis. Die Vespa-Rallye in Köflach. Leider verregnet, aber dafür umso aufregender. Raum geben unverdrossen. So heißt ein Projekt des Kunstforums Leoben gemeinsam mit dem Kunstverein Südost. Wir waren vor kurzem bei der Eröffnung mit dabei und haben für Sie wortwörtlich die schönsten Bilder eingefangen. Der Kunstraum Leoben in der Hommerngasse, gleich neben dem Schwammerlturm, wird durch den neu gegründeten Verein Kunstforum Leoben zu neuem Leben erweckt. Ziel ist es, diesen Ausstellungsraum für internationale und heimische Künstler zu öffnen und eine Begegnungsstätte für Kunst zu schaffen. Mit einer ganztägigen Kunstperformance am Mittwoch, dem 20. Mai, quer durch die Innenstadt von Leoben, rückte nun der Kunstverein Südost seine Wanderausstellung Kunst unverzagt ins Licht, die ab jetzt einen Monat lang präsentiert wird. Es hat heute schon 2 Aktionen mit Schülern und mit Künstlern gegeben, die unter dem Motto gelaufen sind, Kunst, Doppelpunkt, Raum geben. Und genau um das geht es. Das heißt, auch lokale Künstler sichtbar zu machen. Und wenn Sie die Bilder ansehen, werden Sie feststellen, es sind nicht nur Vereinsmitglieder aus Niederösterreich und aus Wien dabei, sondern auch Leobner Künstler. Und genau um das geht es. Es geht um Kunstvernetzung und der Kunst ihre Bedeutung geben, die ihr in der Gesellschaft zuzukommen hat. Die Kunstaktion wurde am Abend um 18 Uhr feierlich eröffnet. Unter anderem mit dabei auch viele der Künstlerinnen und natürlich der Kurator der Ausstellung, Gotthard Fellerer. Wir haben an sich also eine relativ große Gruppe, die einfach eine Gemeinsamkeit hat. Die Gemeinsamkeit, die wir haben, ist die Freundschaft untereinander und im Wesentlichen die Freundschaft zu mir. Ich bringe die Leute einfach zusammen, das habe ich eigentlich immer gemacht. Das Wesentliche ist, es sind lauter Leute, die gestandene Künstler sind. Also die Jüngste von uns, die ist 40 und der Älteste ist 94. Also das sind Leute, die wirklich ihr Leben in die Kunst investiert haben und ich finde es total leiwand, dass die einfach da mitspielen. Bis 20. Juni haben Sie noch die Möglichkeit, die Ausstellung im Kunstraum Leoben zu besuchen. Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.
Camping liegt wieder voll im Trend. Das zeigen zumindest die Zahlen eines Internetportals. Aus diesem Grund haben wir uns auf einem Campingplatz umgesehen, der übrigens Platz 2 im Ranking der besten Campingplätze Österreichs erreicht hat. Man liebt es oder man hasst es. Die Rede ist vom Campen. Und klar ist, immer mehr lieben es. Mückenplagen und dreckige Duschen, das war einmal. Campingplätze haben schwer an ihrem Image gearbeitet und erfreuen sich inzwischen immer größerer Beliebtheit. Ich denke, dass es eine gewisse Art von Freiheit ist. Man ist in der Natur, man macht die Tür auf, steigt raus und ist am Rasen und muss nicht irgendwo in ein Hotelzimmer gehen und im fünften Stock rauffahren. Und ich glaube, das ist eigentlich das Tolle am Camping. Mehr als 325.000 Nächtigungen wurden im Vorjahr auf den steirischen Campingplätzen verzeichnet. Die Hälfte der Camper war aus Österreich, knapp 20% aus Deutschland und 10% rollten aus Holland zu uns in die Steiermark. Ein nicht zu verachtender Wirtschaftsfaktor. Wir Einheimischen fahren übrigens am liebsten nach Italien oder Kroatien zum Zelten. Das Camping, speziell in Österreich, gewinnt ja wieder immer mehr an wieder neuen Fans. Woran liegt das, glauben Sie? Na eben, wegen den genannten Gründen von Freiheit und vor allen Dingen Individualität. Ich kann jederzeit irgendwo hinfahren, auch wenn das Wetter schlecht ist, kann ich meine Zelte abbrechen und kann weiterfahren und irgendwo hin, wo vielleicht die Sonne scheint. Der Sommer ist nicht mehr weit und sollten Sie noch nicht wissen, wo Sie die warme Jahreszeit verbringen möchten, wäre es doch eine Überlegung wert, vielleicht doch am heimatlichen Campingplatz die Zelte aufzuschlagen. Denn wie heißt es doch, am schönsten ist daheim. Hallo, ich bin Nena. Heuer möchte ich das erste Mal am Lipizzaner Heimatlauf teilnehmen. Was mir am Laufen so Spaß macht? Mit jedem Schritt komme ich meinem Ziel etwas näher und fühle mich einfach gut dabei. Außerdem motiviert mich das wunderschöne Landschaftsbild und die abwechslungsreiche Strecke bei jedem Wetter. Also, melde auch du dich schon jetzt für den Lipizzaner Heimatlauf an. Sagt. Bauch sagt ja, Herz sagt ja, Josef sagt ja. Es ist etwas sehr Wesentliches für mein Leben gewesen, zu sehen, wie die Menschen hier mit Sorgen und Problemen umgehen. Vonsdorf in meiner Schulzeit, in meiner Hauptschulzeit sind dort, ist der Bergbau geschlossen worden, 76, 77, das war Tragödie. Da sind 1700 Leute plötzlich ohne Arbeit angestanden, aber sind ausgesiedelt worden nach Donauwitz, nach Köflach, bis nach Wien. Viele Tragödien durch Unfälle, durch Todesfälle. Und da habe ich schon sehr viel für mein Leben mitgenommen, nämlich was es bedeutet, wenn du keine Arbeit hast. Und da habe ich mitgekriegt, dass das Leben nicht nur schön und lustig allein ist. Das hat mich geprägt in meinem Zugang zu Sorgen und Problemen von Menschen. Und das ist auch etwas, was ich mein ganzes Leben lang, egal wo ich auf dieser Welt war, von hier bis nach Sibirien, in die Ukraine, an den Balkan, das habe ich immer mitgenommen. Und dann gesehen, wie geht es den Menschen dort und wie geht es uns. Ja, und ich bin stolz, dass ich da aufgewachsen bin, dass ich ein Bauernbub bin, aber gleichzeitig auch das Verständnis gelernt habe für nichtbäuerliche Menschen, für andere Berufsgruppen, ob das jetzt Angestellte sind, Gewerbetreibende. Es ist eine gute Spannbreite, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Die Farmlehre habe ich eigentlich schon in meiner Kindheit nicht kennengelernt oder nicht angenommen, weil in meinem Elternhaus sind sehr, sehr viele Arbeitnehmer,
Arbeiter von der Grum, Nebenerwerbsbauern aus dem Dorf aus und eingegangen. Es waren gute Freunde unseres Vaters, der auch in sehr bescheidenen Verhältnissen da beim Volker Lambrecht aufgewachsen ist. Und da habe ich gesehen, es ist der Mensch wichtig. Nicht das Formkastel, nicht das Parteibuch. Und das ist ja auch ein Kernproblem in der Steiermark, dass wenn es nicht ein rotes oder ein schwarzes Parteibuch hast, gehörst nicht dazu, bist nicht für uns, bist gegen uns. Und dann will man mit dir nichts zu tun haben. Am liebsten weg mit dir. Und das ist mit der Grund, warum ich mich politisch jetzt engagiere, weil ich einfach möchte, dass man das aufbricht. Es muss der Mensch im Mittelpunkt stehen, das Herz am rechten Fleck, der Wille, etwas im Land zu gestalten und nicht, ob ich rot oder schwarz Parteibuch habe. Um den steirischen Pinselstrich geht es in unseren aktuellen Stadtgesprächen mit Gregor Witthalm, zu denen ich jetzt gute Unterhaltung wünsche. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Holding Graz Freizeit und Schlossberg Restaurant und Bar. Das ist fein, meine Damen und Herren, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Kanal 3 und bei unserem Stadtgespräch. Sie wissen, hier herum am Schlossberg sitzen wir in der wunderbaren Skybar. Und heute zwei Künstler, die wir in unserer Stadt in Graz in der Steiermark haben. Und wir können stolz darauf sein, nämlich auf Gerd Maria Hoffmann. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Und auf Hans Behletz, zwei, ja, bildende Künstler. Die Malerei ist bei beiden Herren das Thema und sie sind auch großartige Persönlichkeiten. Ich darf mit dem Gerd Maria Hoffmann beginnen, der ja eigentlich, weil wir ein steirischer Sender sind und Fernsehen vor allem für Steirerinnen und Steirer machen, eigentlich kein gebürtiger Steirer ist, sondern eigentlich ein gebürtiger Wiener. Aber wenn man seine, ansonsten nur erlauben Sie mir, seine Biografie so ein bisschen liest, eigentlich ein Weltbürger ist. Ist das falsch? Nö, nicht ganz. Sicherlich in Wien geboren, aber in Graz aufgewachsen, bei der Grün. Und bin aber dann schon in jungen Jahren sehr früh nach Schweden gegangen, also nach Skandinavien. Habe mich dort nur kurz aufgehalten, 13 Jahre. Und habe sozusagen meine Erfahrungszeit eigentlich in jungen Jahren in Skandinavien erlebt. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Und dann kam ich wieder nach Graz zurück, im Jahre 76. Und seitdem lebe ich hier, Gott sei Dank, und lebe recht gut. Also mir gefällt es auch in Graz, ich bin ja Graz im Grunde genommen. Ja. Und Wien war also eigentlich nur der Geburtsort, obwohl ich sehr gerne in Wien bin. Ja, auf Gott sei Dank nichts gegen Wien, gell? Nein, wir sind stolz auf unsere Bundeshauptstadt. Aber wir sind auch stolz, dass Gerd Maria Hoffmann sich jetzt auch als Grazer fühlt und sieht und in Graz lebt. Ich habe da was von Ihnen da liegen, das Sie mir dankenswerterweise sogar geschenkt haben, wo ich sehr glücklich darüber bin. Aber bevor wir uns das anschauen, möchte ich auch den Hans Behletz noch als Person ein bisschen vorstellen. Er ist Grazer. Kann man das so sagen? Man kennt ihn. Wer in Graz zugange ist, kann gut sein, dass man auch nicht nur den Gerd Maria Hoffmann trifft, sondern auch den Hans Behletz. Wie war es denn beim Hans Behletz von seiner persönlichen Entwicklung? Wir haben gehört von Gerd Maria Hoffmann und so in jungen Jahren schon langsam der Einstieg in die Kunst. Wie war es denn bei Ihnen? Nein, ich habe mit 10 Jahren das erste Auftragswerk gemacht. Und wer war der Auftraggeber? Der Auftraggeber war damals, das war ein Grazer Kaufmann. Mhm. Das war die Firma Plastica, ich kann mich noch erinnern. Der hat mich gebeten, ich soll sein Haus zeichnen. Ich bin da verzweifelt 5 Meter vor seinem Haus gesessen und habe nicht gewusst, wie das geht. Das hat mir niemand gezeigt. Gell? Ja. Und dann mit 15 habe ich meine Bilder eingeschickt in eine Kunsthochschule, habe die Aufnahmeprüfung bestanden und habe das nicht machen dürfen. Wir müssen Verkäufer lernen. Haben die Eltern gesagt, gemeint? Ja, das war nicht möglich vom Finanziellen her. Das war doch ganz eine andere Zeit. Ja. Ich habe müssen... da musst du was Gescheites lernen. Ja, da musst du was lernen. Das ist nichts. Ich habe das immer nebenbei halt so ein bisschen gemacht und habe dann 1980 circa begonnen wieder, ein bisschen mehr zu malen. Ich war Reisende, ich war selbstständig. Ich habe eine eigene Firma gehabt, Firma Sanremo. Ich war Repräsentant für Österreich und habe da sehr viele, sehr schöne Naturerlebnisse gehabt und habe angefangen wieder zu zeichnen, Oberösterreich, und bin viel herumgefahren und habe dann die Bilder verschiedenen Leuten, Menschen gezeigt. Und da war ein Grazer Maler, der Herr Eisendle, der hat damals eine Galerieleitung inne gehabt im Galerie Schillerhof. Und der hat mich angerufen, Herr Behletz, wollen Sie eine Ausstellung machen? Und es waren sehr viele Leute, so kleine Bilder. Und da hat das alles so begonnen. Aber ich war also
Bei beiden Herren hört man schon raus, so die persönliche Entwicklung als Mensch geht Hand in Hand oder vice versa mit der künstlerischen Entwicklung und man kommt so langsam in die Spur, genau, wie es mir scheint. Schauen wir es uns ein bisschen an, damit wir wissen, von was wir eigentlich reden. Die Herren an sich sind ja schon interessant genug, aber natürlich auch ihre Werke. Ich habe hier von Gerd Maria Hoffmann einen Kunstkalender, den Kunstkalender aus diesem Jahre 2015. Und ich darf den jetzt einmal so ein bisschen, nur meine Damen und Herren, dass Sie ein bisschen so einen Eindruck bekommen, durchblättern. Gerd Maria Hoffmann, er hat selbst gesagt, der skandinavische Einfluss, könnte man sagen, so manche, spiegelt sich in seinen Werken wider. Die man hier sieht, würde ich sagen, sehr wohl. Wie sieht es denn Gerd Maria Hoffmann selbst? Der Künstler sieht das immer anders als der Betrachter natürlich. Ich gehe nicht ins Atelier und male jetzt skandinavische Lichtbilder, sondern das ist irgendwo der Einfluss oder die Empfindung, denke ich. Und wenn das Resultat rauskommt, die anderen Leute oder Betrachter sehen das so, dann mag das gut sein. Vielleicht ist ein kleiner Einfluss drinnen, aber das kann ich selber nicht beurteilen. Wie ist denn dann Ihr Ansatz, wenn Sie das selbst schon gesagt haben? Wie gehen Sie an ein Werk heran? Also es muss Sie mal die Muse küssen, nehme ich mal an, und die küsst fleißig. Ja. Aber was ist die Idee? Also lieber lasse ich mich von einer Frau küssen. Ja, selbstverständlich. Das ist ganz klar. Selbstverständlich. Aber natürlich, wahrscheinlich ist die Frau die Muse, würde ich mal sagen. Das würde ich absolut betonen, ja. Aber ich denke, wenn der Künstler oder der Maler ins Atelier geht, dann ist er der Handwerker und dann hat er den Input sozusagen im Atelier zu schaffen. Das Schwierigste ist ja immer, was ist das Schwierigste, vor der weißen Leinwand zu stehen? Wie vom Leon Plattl. Ja, genau, vom Leon Plattl, der Schriftsteller. Und dann muss er anfangen. Und das ist dann, da kommt man irgendwie da, um das sagen, wie ein Motor, der wird dann warm, der läuft dann warm. Ja. Und dann ist man drinnen in der Malerei und in der Schaffensperiode und dann kommt es automatisch. Also das heißt, es gibt eine Grundidee, aber noch nicht die große Idee, wo man das fertige Werk schon im Kopf hat, sondern das Werk entsteht im Tun. Richtig. Also man kann nicht ins Atelier gehen, außer man macht Figurales und sagt, jetzt mache ich einen Akt oder jetzt mache ich ein Haus oder ein Porträt oder irgendwas. Dann ist ganz klar. Aber wenn Sie die Bilder hier betrachten, das sind ja sozusagen Impressionen, ob es Landschaft, die auch sehr schöne Titel haben, und grenzenlos und versunken. Ja, das mit den Titeln ist eine eigene Sache. Weil? Sie müssen denken, die Sie Zeit. Haben... Nein, jedes Bild zum Beispiel ist auch dokumentiert, vielleicht in einem Buch oder einem Werk. Ja. Das heißt, Sie haben jetzt einen Picasso, sehen den irgendwo in London auf einer Auktion und sagen, Nagones oder wie das immer heißen mag, das ist ja mein Bild. Das heißt, man kann rückbeziehen. Ist klar, verstehe. Wenn jetzt heißt, was ich die Weite oder die Stille oder irgendwas, sagt man, das kann ja mal irgendwo rumgehen, in ganz Europa, in der ganzen Welt. Und dann sagt man, okay, das ist dokumentiert, das Bild mit dem Titel, das ist meines. Aber Gerd Maria Hoffmann, kennt man, Sie haben es ja gerade gesagt, das Figurale, also wenn man sagt, das Figurale ist es eher nicht, es ist die Farbe sehr anspringend bei Ihnen, also die Farbe hat schon bei Ihnen einen besonderen Stellenwert. Weil wir grundsätzlich unterscheiden müssen, dass ich kein Grafiker bin oder ein Duschzeichner oder mit lavierte Duschzeichner, sondern ich bin ja Maler in dem Sinne. Ich denke, und da denke ich, unterscheide es ein bisschen von einem Grafiker oder von einem richtigen Maler sozusagen. Ne? Also die Techniken sind auch viel anders, nicht? Die Techniken sind wie? Das braucht ja auch. Was ist Ihre Technik? Oder ist das eine, die... Die Technik habe ich mir in 35 Jahren erarbeitet. Ja. Wenn man heute die Kalender oder die Bücher von früher anschaut, da war sehr viel Figurales dabei. Ja. Auch Aktzeichnen, Porträts, ich habe wahnsinnig viele Porträts gemacht. Ja. Und auch Aktzeichnen. Aber ein Kalender sollte einheitlich sein, also von bis, von jener bis. Und man kann nicht hier mixen, einmal ein Haus, einmal ein Akt, einmal eine Landschaft. Also alles klar. Oder man macht einen eigenen Aktkalender oder einen figuralen Kalender. Nicht? Über den Stil und über die Entwicklung reden wir dann noch anschließend. Ja. Möchte auch den Hans Beletz mit seinen Werken vorstellen. Wir haben hier eines, meine Damen und Herren, hier von Hans Beletz. Wo würde er sich eher das Figurale, die Farbe, die Entwicklung, wie ist die beim Hans Beletz? Wie ist Ihr Zugang zum Bild, zum Leer, zur Leinwand, sagen wir? Ich habe 30 Jahre also Federzeichnungen gemacht, kolorierte, eben gegenständliche, und das hat sich immer mehr und mehr so zum Kaffeehausbild hin entwickelt. Menschen, die im Kaffeehaus sitzen. Ich sitze selber gerne im Kaffeehaus, habe eine Beziehung, habe das mit Kaffeesud angemalt und so weiter. Und dann irgendwann einmal haben sich Menschenbilder herauskristallisiert, so
einfach Personen, die halt irgendwie so sich die Hand geben miteinander und glücklich sind, ein bisschen abgehoben. Mhm. Und ich habe halt immer versucht, so, also nicht versucht, es war immer nach einer gewissen Zeit ganz was Eigenes. Also nichts Abgekupfertes. Also aber auch ein Entwicklungsprozess, der ja, im Tun entsteht. Ja, der gar nicht bewusst geschieht, wo man einfach durchs viele Tun, durch Freude und so weiter, durch viele Erlebnisse, dass man einfach irgendwie einmal einfach auf etwas draufkommt, das gefällt einem und das zeigt man der Gattin oder jemand und der sagt, das ist interessant oder was. Ne? Ja. Und dann geht man einfach diesen Weg weiter. Ja? Und es entwickelt sich halt immer, zuerst waren es 30 Jahre Aquarelle, jetzt mache ich 10 Jahre Figurenbilder, jetzt geht es ein bisschen hin zum Abstrakten schon in diese Richtung, weil man einfach irgendwie immer sucht, also weiter, sich entwickeln und jetzt möchte. Auch von den Motiven, Landschaften sind ja auch ein großes Thema, oder Waren? Das ja, eher, Waren das, eher. Ja. Natürlich, ab und zu passiert es noch immer, dass man irgendwo sitzt in der Natur, Lust hat, etwas zu zeichnen. Mhm. Ich war jetzt am Wochenende jemanden besuchen in der Südsteiermark, ich habe nichts mitgehabt, kein Papier. Und wollte etwas wieder zeichnen, das habe ich mir gar nicht... Aber auch die Farbe, wenn man so diesen Katalog, den Sie mitgebracht haben, anschaut, ist auch ein großes Thema bei Ihnen. Die Farbe, also Farbe auch, ja. Sie sind auch kräftiger geworden, aber trotzdem noch immer von der Grafik her. Es ist noch immer irgendwie der Strich und dann die Farbe. Es ist nicht irgendwie so abstrakt, ist es noch nicht ganz. Manche schon, ich probiere schon. Herum, man sucht, weiß nicht, ob das ist. Es ist halt, ich bin immer unzufrieden. Immer auf der Suche nach was Neuem, immer experimentierfreudig und es macht dann Spaß eigentlich. Gerd-Maria Hofmann, auf der Suche, man ist immer so ein bisschen unzufrieden. Die Kunst ist, und man hört es halt bei euch beiden heraus, ein Entwicklungsprozess, der natürlich auch mit seiner persönlichen Entwicklung, nehme ich mal an, sehr zusammenhängt und auch den Eindrücken, die man gewinnt. Wie ist denn das bei Gerd-Maria Hofmann? Nach einer gewissen Zeit, wo er sagt, seit vorgestern male ich schon, ist Gerd-Maria Hofmann, fühlt er sich angekommen oder ist er auch noch in einem Stadium, wo er sagt, da ist noch was drin? Also da muss ich wirklich sagen, da fühle ich mich schon angekommen. Oder ich zitiere immer Beethoven, nach seiner 5. Symphonie hat er auch geschrieben, jetzt bin ich angekommen oder jetzt habe ich meinen Stil gefunden. Und ich habe auch sehr viel experimentiert natürlich mit verschiedenen Techniken. Aber wichtig ist beim Künstler der Wiedererkennungswert. Ja. Sie haben nichts davon, wenn Sie alles Mögliche machen, sich beeinflussen. Sie müssen als Künstler den eigenen Stil finden. Das heißt, wenn man ein Bild sieht, sagt man, das ist ein Picasso, das ist ein Hoffmann oder ist ein Belitz, whatever sozusagen. Der Wiedererkennungswert ist wahnsinnig wichtig und die meisten Künstler machen ja oft den Fehler, dass sie in einer Ausstellung möglichst viel hineinpressen wollen, was ich also gar nicht gut finde, weil sie dem Publikum zeigen wollen, eventuell, schau her, was ich alles kann. Aber man muss bei einer Ausstellung eine geschlossene Ausstellung, geschlossene Bilder zeigen. Und da muss man den Stil gefunden haben, dass die sogenannte Mischkulanz zusammenkommt. Nicht? Was ja natürlich schwierig ist, könnte ich mir als Laie ja vorstellen, weil man ist ja schön, wenn man so seinen Stil verfolgt und da hartnäckig ist, aber irgendwann man muss ja von was leben. Nicht? Man will ja auch seine Werke verkaufen, nicht an Hinz und Kunz, schon an den Liebhaber und an den Freund. Inwieweit ist man da oft in der Gefahr, auch an Sie die Frage, Herr Bell, jetzt ein bisschen Zugeständnisse zu machen oder muss man da schon sehr hart zu sich sein? Ich bin sowieso, ich arbeite ja auch nicht. Ich bin ja 2 Tage genau, Sie sind ja auch Verkäufer beim Knili tätig. Ja. Und ich bin ja, wir sind ja zu fünft, ich habe ja, die studieren ja, ich habe ja 4 Wohnungen zu zahlen, ich muss das sowieso machen. Ich bin dort versichert. Ja. Es geht gar nicht anders. Ja. Und ich verkaufe nicht, da wie ein Weltmeister, aber ab und zu halt. Es ist natürlich sehr schwer, gell? Aber ich habe Freude und geht diesen Weg einfach. Gerd-Maria Hofmann muss man sich auch schon leisten können, sage ich mal. Also das heißt, auch das ist ein Parameter. Aber ich habe, Sie haben im Vorgespräch gesagt, und das finde ich eben so interessant, und das würde das jetzt gar nicht aufs Geld reduzieren, weil Ihnen, und ich glaube, das wird auch bei Ihnen so sein, die Kunst ja wichtig ist. Und Sie meinen, wenn sich jemand einen Hofmann leisten will, dann soll er auch die Möglichkeit dazu haben. Kostet eine Summe, aber Sie versuchen dem auch ein bisschen entgegenzukommen. Ich habe ein eigenes Zitat, das heißt, einen Picasso hat man, auf einen Hofmann spart man. Aber natürlich, erstens einmal, der Künstler geht ja nicht ins Atelier, um jetzt für das Publikum zu malen. Also das ist einmal Fehler. Das heißt, das Resultat, das herauskommt, das kommt auf den Markt,
das wird gekauft oder auch nicht gekauft oder gefällt. Die Kunst ist ja so dehnbar von den Geschmäckern schon her, nicht? Ja. Also man kann nicht fürs Publikum malen, außer ich kriege einen Auftrag, wo der sagt, ich möchte eine Ausstellung mit 10 Bildern, das soll in ein Krankenhaus passen oder in ein neues Büro oder eine Versicherung. Ja, dann wird man das machen, so gut es geht natürlich. Verstehe, ja. Aber ich lasse mir nicht reinreden, also ich möchte mehr Gelb oder mehr Grün haben oder es muss so und so alles sein. Alles klar, na, das ist wenn's klar. Im Rahmen des Möglichen schon, aber sonst muss man seine Linie durchgehen, das ist das Wichtigste. Das tun Sie höchst erfolgreich, wenn man liest, also Sie stellen ja, weltweit eigentlich aus. Was ist denn aktuell? Ich habe gelesen, Shanghai oder Indien war ja, gerade heuer ein großes Thema. Seit 4 Jahren bin ich in China, in Shanghai, da hatte ich bereits 6 Ausstellungen. Erfolg, sage ich einmal, war da, nicht nur vom, sagen wir, vom ökonomischen, weil das ist immer eine andere Sache, aber auch von der Resonanz her, also von der Presse. Ich hatte 3 Fernsehsendungen im chinesischen TV, auch im CNN und so weiter. Und ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, international auszustellen. Also ob das jetzt London oder New York oder Stockholm oder Berlin oder Hamburg oder Zagreb oder eben Shanghai oder New Delhi. Ich habe gesagt, den Weltbürger. Ja, ja. Also, weil... ich denke so, die österreichischen Künstler sollten ins Ausland gehen und unsere Kultur und Kunst weiterbringen, dem Publikum oder den Autor. Und das, glaube ich, habe ich mir zur Aufgabe gestellt. Natürlich habe ich auch in der Galerie in Kapfenberg ausgestellt oder in der Galerie Peyer in Leoben. Was ja kaschant ist, natürlich, keine Frage. Aber sonst habe ich mir zum Credo gemacht, also international tätig zu sein, was natürlich auch verbunden ist mit erheblichen finanziellen Aufwand. Ist klar. Das muss man auch denken, weil die Förderungen, die wachsen nicht am Baum hier in der Steiermark. Um diese Sendung und unser Gespräch auch abzurunden, wir haben von dem Persönlichen begonnen, möchte ich auch ein bisschen persönlich aufhören. Was Gerd Maria Hofmann auch ausmacht, ist nicht nur seine Kunst, sondern auch sein Engagement für die Diabeteshilfe. Hier startet er Jahr für Jahr und das schon sehr, sehr lange eine große Soiree. Vielleicht nur in kurzen Sätzen, was ist der Gedanke und Ihr Konnex zu diesem Thema? Es ist zu meinem sozialen Engagement geworden. Also ich bin da wie die Mutter zum Kind gekommen durch meine Frau, die sich ja seinerzeit schon beschäftigt hat mit der Diabeteshilfe. Ich habe das erst als sozusagen ein bisschen amerikanisches System hineingeführt, dass ich gesagt habe, wir müssen irgendeine Charity machen, wo man eben Leute dazukommen kann, wo man was lukrieren kann. Denn der Verein erhaltet sich ja selbst sozusagen. Wenn wir heute eine große Galaserie machen und wir kriegen ein gutes Ergebnis, dann gehen wir ja nicht und verteilen das Geld an die diabetischen Kinder oder an die Eltern, sondern es fließt dem Verein zu, dass er sich die gestellten Aufgaben weiterführen kann. Ja. Das heißt, wir erhalten uns selbst, das war auch der Gedanke, dass ich gesagt habe, wir müssen irgendwelche Benefizveranstaltungen machen, dass da Geld hereinkommt, nur dann kann man auch Sponsoren lukrieren oder Firmen oder Spenden bekommen sozusagen. Und dass diesen sozusagen erhaltet sich der Verein. Wir sind gezwungen, das zu machen, weil hier sind die Förderungen auch nicht gerade auf der Straße. Und Sie wissen, der Steiermark ist ein armes Land oder ganz Österreich mit dem Budget, alle haben Schulden und hört man ja immer wieder. Also wir schauen, dass wir keine Schulden haben und dass wir das Geld hereingehen, dass wir Vorträge machen, ärztliche Vorträge, Schulungen und so weiter. Also das soziale Engagement, auch das macht Gerd Maria Hofmann und seine Frau Jutta. Ehrenamtlich, muss ich immer dazu sagen. Ehrenamtlich natürlich. Also, bei uns arbeiten alle ehrenamtlich im Verein. Lieber Hans Behlitz, den Hans Behlitz, Gerd Maria Hofmann, wenn man durch Graz geht, ist jemand, den man spontan zu einem Gespräch haben kann, der sehr kommunikativ ist. Ich habe auch das Gefühl, das ist bei Hans Behlitz so. Und man kann Hans Behlitz sehr nahe kommen, beispielsweise wenn er verkauft. Inwieweit ist diese Persönlichkeit des Verkäufers und Arbeitenden und die des Künstlers eine Symbiose oder trennt er das? Nein, das bei mir ist die Person, die Kommunikation und die Malerei, das ist eigentlich... Das gehört zusammen irgendwie. Also wenn ich ein Kunde ist und sage, ich hätte gerne einen Anzug, dann kann ich mit ihnen auch trefflich über Kunst, gerne. So ich die Kompetenz habe. Das finde ich irgendwie passt zusammen, ja. Und das ist das Schöne dran und deswegen waren Sie beide hier, weil Sie Künstler sind, die man wirklich nicht nur durch Ihre Werke, sondern auch durch die Persönlichkeit erleben kann. Lieber Gerd Maria Hofmann, lieber Hans Behlitz, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank, dass Sie auch was zum Anschauen mitgebracht haben und wir werden Sie weiter erleben und freuen uns drauf. Danke. Dankeschön fürs Kommen. Ihnen, meine Damen und Herren, wie immer ein großes Dankeschön für Ihr Interesse. Wir sehen uns.
Somit darf ich mich auch schon wieder bei Ihnen verabschieden. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Zusehen. Nähere Infos zur Sendung finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.kanal3.tv. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.